Für viele ist es der Traumberuf im Handwerk schlechthin. Kreativ, individuell und innovativ steht der Friseurberuf seit vielen Jahren an der Spitze der handwerklichen Ausbildungen. Das Gespür für Trends und der Umgang mit Kunden sind zwei der zentralen Anforderungen, die heute an Friseurinnen und Friseure gestellt werden. Seit einigen Jahren kommt aber auch noch ein weiterer wichtiger Punkt dazu. Denn immer mehr Kundinnen und Kunden legen nicht nur Wert auf ein gepflegtes, sondern auch auf ein gesundes Äußeres und darauf, mit ihrem Handeln gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun. Friseurmeisterin Annette Gutja hat das schon vor einiger Zeit erkannt und ist heute als Bio-Friseurin erfolgreich. Für mich ist auch der Bio-Friseur ein absoluter Traumberuf, weil ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Ich kann kreativ arbeiten. Ja, ich muss mich auf jede Person wieder neu einstellen. Und man hat den Erfolg sofort vor Augen. Ja? Die Kundin, die strahlt, die Kundin ist zufrieden, die gibt sofort Rückmeldung. Ach, schön, toll war es hier, ich komme gerne hier hin, ich fühle mich hier geborgen, ich fühle mich hier wohl. Das gibt mir ganz, ganz viel. Ein paar Dinge machen den Besuch beim Bio-Friseur anders. Die ausgiebige Bürstenmassage zum Beispiel vor einer Behandlung gehört für Annette Gutja und Team dazu. Dabei wird die Durchblutung der Kopfhaut angeregt und die Frisur sitzt anschließend besser. Omas Tipp mit den 100 Bürstenstrichen war also gar nicht so verkehrt. Darüber hinaus kommt das Bürsten einer mechanischen Reinigung nahe. Für die Kunden ist es aber auch eine wunderbare Einstimmung auf die anschließende Behandlung, die entspannt und gut tut. Auch wenn Farbe an den Kopf soll, gibt es mittlerweile gute Alternativen zu chemischen Färbemitteln, gut für Kopf und Umwelt. Wir benutzen Pflanzenfarbe zum Färben. Dauerwelle gibt es nicht im Bio, deswegen machen wir gar keine Dauerwelle. Das ist immer ein chemischer Prozess. Die Produkte, die wir verwenden, sind alle biologisch hergestellt, aus kontrolliert biologischem Anbau. Das sind alles Pflanzenfarben. Also die Pflanzenteile werden gemahlen und das ist ein Pulver, was ich anrühre. Es sind ja Pflanzenpartikel, die spüle ich ganz normal ab und die wandern natürlich auch ins Grundwasser, aber das ist kein Problem, weil es ja einfach ein Pflanzenprodukt ist. Wer sich übrigens für den Friseurberuf, sei es klassisch oder als Bio-Friseur interessiert, sollte kommunikativ sein und ein gutes Gespür für Trends haben. Weil man den ganzen Tag auf den Beinen ist, ist dieser Beruf auch körperlich anstrengend. Dafür sind die Entfaltungsmöglichkeiten, die sich nach Ausbildung und Meister bieten, enorm. Dem Traum von einem eigenen Laden ging bei Annette Gutja zunächst eine Ausbildung zur Friseurin und zur Friseurmeisterin voran. Zahlreiche Fortbildungen und Leidenschaft zum Beruf ebneten ihr dann den Weg zum eigenen Salon, mit dem die Friseurmeisterin erfolgreich eine Nische besetzt, die immer stärker nachgefragt wird. Es war schon immer mein Gedanke, keine chemischen Behandlungen zu machen als Friseurin. Besonders die Dauerwelle fand ich schon immer scheußlich. Und ja, und dann habe ich das direkt verfolgt. Dann habe ich den Meister gemacht und konnte dann glücklicherweise bei einem Biofriseur in Koblenz 3 Jahre lang arbeiten und habe da Erfahrung gesammelt und habe auch privat die ganzen Schulungen für Biofriseur gemacht. Und ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Für Annette Gutja hat sich der Traum von der erfolgreichen Selbstständigkeit erfüllt. Wer seine Träume auch Realität werden lassen will, findet Informationen zur Friseurausbildung und anschließenden Fort- und Weiterbildungen im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.